Was bedeutet Inklusion im Hochschulbereich? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich auf inklusive Spuren und exklusive Bedingungen im Hochschulbereich blicken. Und da blicke ich zunächst auf den Hochschulzugang. Im Unterschied zur Schule, die ich kompromisslos als inklusive Bildungseinrichtung verstehen möchte, ist die Hochschule natürlich, sieht es da ein bisschen differenzierter aus. Die idealtypische inklusive Schule ist eine Schule für alle, wie die Grundschule, wie die Gesamtschule. Das unterscheidet Hochschule und Universitäten denn hier muss eine Zugangsberechtigung erworben werden. Ein weiterer Unterschied mit Auswirkungen auf die Kultur der Bildungseinrichtung: Schule ist eine Pflichtveranstaltung. Hier gibt es keine Entschuldigung dafür, dass nicht alle Zugang erlangen. Für Hochschule lässt sich das zumindest diskutieren, richten sich Entscheidungen doch auch nach Inhalten, nach Ortswahl auf. Aber inklusiv ist in diesem Sinn natürlich weder der Zugang noch die Auswahl, weil auch hier nicht immer jedem Wunsch gerecht werden kann. Also Hochschule ist kein inklusives System, keine inklusive Bildungseinrichtung. Sie ist ein exklusives System, aber Zugänge können erleichtert werden, zum Beispiel durch Transparenz der Bedingungen, durch Unterstützung für Studierende mit Behinderung, durch Zugänglichkeit und weitgehende Barrierefreiheit, durch Beratungssysteme. Es ist bekannt, dass Studierende aus nicht-akademischem Elternhaus weit weniger Zugang erlangen. Auch da ist Hochschule exklusiv. Sprachlernkurse, aber auch Lehrveranstaltungen, die nicht ausschließlich in deutscher Sprache, zumindest auch in englischer Sprache angeboten werden, würden Hochschule da etwas öffnen. Und man kann auch sagen, dass Hochschulen sich bemühen, sich diversitätssensibel auszurichten, indem sie zum Beispiel familienfreundlich sind, Beratungsstrukturen schaffen, Nebentätigkeiten durch oder auch Arbeitsnotwendigkeiten durch flexible Studienverläufe zum Beispiel ermöglichen. Hochschulen öffnen sich in der Anerkennung von Studienleistungen. Die Durchlässigkeit von Studiengängen, Leistungen und Abschlüssen soll eigentlich gewährleistet sein. Das ermöglicht natürlich Flexibilität und Flexibilisierung. Da können Hochschulen offener werden und da gibt es bestimmt auch viele Bemühungen, aber sie bleiben exklusiv. Der zweite Blick richtet sich auf interne Strukturen, also wenn man dann in die Hochschule gelangt ist. Eine Fakultät ist dann weniger exklusiv, wenn Studiengänge und Verläufe flexibel sind, wenn es Wahlmöglichkeiten gibt, wenn es unterschiedliche Prüfungsformen gibt, transparente Beratungsstrukturen, wenn es studentische Räume und Rückzugsmöglichkeiten gibt. Das scheint klar. Zugleich zeigt sich gerade in den aktuellen Semestern, dass nicht immer alles möglich ist, dass hybride Lehrveranstaltungen zum Beispiel so aufwendig sein können und so wenig komfortabel für entweder die eine oder die andere Gruppe, dass der Wunsch oder die Forderung, alles möglich zu machen, sich nicht unbedingt realisieren lässt, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick inklusiver erscheinen würde, wenn man zum Beispiel hybrid lehrt. Das kann aber auch zu einer Beliebigkeit führen, wer ist wann wo, wer macht sich auf den Weg und wer nicht. Gleichzeitig werden Online-Formate aber entdeckt für Studierende, zum Beispiel mit Familie, Arbeit oder anderen Belastungen, auch bei zeitweisen Behinderungen oder Krankheiten. Ein Zeichen dafür, dass die inklusive Hochschule und die inklusive Fakultät gar nicht auch mal wieder nicht so festgelegt beschrieben werden kann, sondern sie sich immer wieder vor Ort neu gestalten und nach jeweiligen Bedingungen aushandeln muss. Hochschule ist dann weniger exklusiv, wenn demokratische Gremien aktiv, sichtbar, wirksam und zur Beteiligung einladend sind. Als nächstes blicke ich auf die inklusive Didaktik oder inklusive Hochschuldidaktik. Diese kann inklusiver werden, wenn sie Prüfungsformen bewusst wählt, transparent und vor allem auch flexibel und nicht immer die gleichen, also viele Formen von Prüfungsleistungen. Wenn Studierende sich auch an der Auswahl beteiligen können, wenn es hier Abstimmungsprozesse gibt. Studierende melden häufig zurück, dass Gruppenarbeiten schwierig sind für uns als Lernende. Also ich habe früher immer gedacht, das wird besonders viel Spaß machen, aber die Rückmeldungen kommen doch sehr oft, wie schwer das zu organisieren ist. Also Formate der Rückmeldungen würden eine Fakultät inklusiver machen. Transparenz, wichtig erscheinen mir auch inklusive Selbstverständlichkeiten ohne nachzuweisende Nachteilsausgleiche. Denn nicht nur die Studierenden, die ein
Nachteilsausgleich belegen können, die also ein Label sich irgendwo abgeholt haben, brauchen vielleicht Bedingungen, die ich vorher nicht eingeplant habe. Und das also jenseits von Bescheinigungen oder bescheinigten Nachteilsausgleichen, das wäre für mich eigentlich erst inklusiv. Also quer zu Vorgaben kann ich mich als Lehrende zum Beispiel darauf einlassen, auch mal verspätet jemanden aufzunehmen. Kann ich vielleicht auch mal über Teilnehmerbegrenzungen hinweggehen und an bestimmten Stellen flexibel sein? Ja, und zur Didaktik gehören auch die Studieninhalte. Auf diese würde ich als Viertes blicken. Von den Hochschulen ist gefordert die Vorbereitung auf eine inklusive Gesellschaft. Lange blieb das so dem Lehramt und den Sozialbildungs- und Humanwissenschaften vorbehalten. Klar ist aber inzwischen, dass auch ganz andere Fakultäten wie Architektur, Verkehrsplanung, Mobilität, Medizin, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen inklusive Bedingungen geschaffen werden müssen. Insofern ist auch inhaltlich dies eine Aufgabe für alle. Wobei vielleicht bei den benannten geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultäten und Professionen und Disziplinen noch die Besonderheit ist, dass sie das, was sie vorbereiten, in Studium und Lehre bereits unter Beweis stellen können. Und damit komme ich eigentlich zum Kern, zum inklusiven Studieren. Wir haben an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Köln mal in einem Projekt mit dem Index für Inklusion gearbeitet und uns da diese zentralen Dimensionen des Index inklusive Kulturen, Strukturen und Praktiken als Orientierung genommen. Eine sehr schöne Orientierung, finde ich übrigens, in vielen, vielen Bereichen. Man könnte ja zum Beispiel zuordnen, dass inklusive Kulturen sich in einem guten Ankommen der Studierenden zeigen, dass die Einführungstage zum Beispiel für die Erstsemesterstudierenden liebevoll und informativ gestaltet sind. Eine inklusive Kultur könnte sich auch daran zeigen, dass die Fakultät sich öffnet als familienfreundliche, dass sie möglichst barrierefrei ist, dass es Tutorinnenprogramme gibt und so weiter. Ich glaube, das kann man auch selber weiterfüllen, diese Idee oder diesen Bereich der inklusiven Kulturen. Inklusive Strukturen würden sich in größtmöglicher Barrierefreiheit zeigen. Da finde ich es zum Beispiel in unserem recht alten, sehr schönen, aber alten Gebäude, das ist sehr wenig barrierefrei und was da alles immer noch verändert werden könnte oder müsste, das bedarf so langer Beobachtungen mit Kolleginnen und Studierenden, die an diesen Barrieren betroffen sind, dass ich ja mich oft wundere, wie langsam das eigentlich geht. Also ein wichtiger Blick auf die inklusiven Strukturen. Dazu würde aber auch aus meiner Sicht gehören, dass Studienverläufe flexibilisierbar sind, also dass man nicht, dass das Tempo und der Verlauf nicht zu eng vorgegeben ist oder es Alternativmöglichkeiten gibt. Zu inklusiven Strukturen würden auch Austauschformate gehören, die geschaffen werden können gemeinsam. Oder zum Beispiel studentische Arbeits- und Rückzugsräume. Und ich glaube, da kann jetzt jede Fakultät auch noch sehr viel mehr und sehr viel Eigenes finden. Inklusive Praktiken sind für mich so, drücken sich aus im ganz Konkreten in der inklusiven Didaktik. Also wie arbeiten, studieren wir miteinander? Und dazu würden inklusiver Blick auf Prüfungsformate gehören, das habe ich eben schon genannt, möglichst unterschiedliche, möglichst auch unkomplizierte Verständigung darüber, wo mal etwas geändert werden muss. Also nicht, ist nicht immer nur der Nachteilsausgleich ein Grund, von Vorgesehenem abzuweichen. Und was mir ganz viel bedeutet bei inklusiven Praktiken, also bei der Didaktik, wie studieren wir, das ist die Frage des Verständnisses von Studieren, weil man jetzt auch schon wieder sagen könnte, das ist vielleicht auch ein Ausdruck inklusiver Kultur. Da möchte ich gleich nochmal tiefer drauf blicken. Die Hochschule verstehe ich als einen Ort der Zukunftsgestaltung und insofern haben Hochschulen im Prozess einer Orientierung in Richtung inklusiver Bildung auch Vorbildcharakter und sollten sich entsprechend präsentieren, nicht als Ort abstrakter Reflexion, sondern als ein in Bewegung begriffener Ort, der die keimhaften Zukunftsimpulse der Praxis verdichtet und in die Wirklichkeit hineinbringen will. Kurz, Universität, Hochschule als Geburtsort und Landestation für das In-die-Welt-Kommen des Neuen. So formulieren es Katrin Käufer und Klaus-Otto Schama. Und ja, zusammengefasst, Hochschule als Ort der Zukunftsgestaltung übernimmt hier ja auch eine Verantwortung. Und sie übernimmt diese auf zwei Ebenen.
Die erste Ebene, da sehe ich jetzt auch wieder stark die Erziehungs- und Sozialwissenschaften. Inwiefern ist inklusive Bildung Inhalt von Lehre und Forschung? Können Studierende sich auf ein inklusives Bildungssystem vorbereiten? Das wäre ein, man könnte das als Vermittlungsaufgabe bezeichnen. Und daneben stellt sich die Gestaltungsaufgabe, in der die Hochschule das besagte Vorbild sein sollte oder die Vorbildfunktion hat. Dazu gehört die Frage, versteht die Hochschule sich selber als System, das inklusive Bildung realisiert? Gibt es strukturelle hochschuldidaktische Bemühungen zum Abbau von Barrieren und Benachteiligungen? Und damit komme ich zum angekündigten Verständnis über Studieren. Ich finde, wir müssen über das Verständnis von Studieren sprechen. Und ich lese einen kleinen Ausschnitt aus der Autobiografie von Oskar Negt vor, der einen wunderschönen Moment, finde ich, beschreibt, den Moment, in dem er neu an die Hochschule kommt. Ich kann schwer beschreiben, sagt oder schreibt Oskar Negt, welche Glücksgefühle ich in der Zeit nach dem Abschluss der Schule mit der Neugierde und dem Lernen verband. Beim ersten Betreten des Göttinger Hörsaals suchte ich nach dem Aufpasser, der den Zugang kontrollierte. Ich fand keinen. Ich setzte mich in die letzte Reihe. Meine Gedanken kreisten um das Gefühl der Freiheit. Niemand wird neben dir stehen und fragen, was hast du davon verstanden? Was hast du mitgeschrieben? Kannst du das wiedergeben? Erst da empfand ich die Freiheit des Lernens, fast schon körperlich. Das ist wirklich die Freiheit des Lernens, dachte ich. Jetzt wählt Oskar Nick zwar den Begriff des Lernens, den ich ja sehr viel enger finde als Studieren, aber ich finde das trotzdem so schön, dass er das entdeckt, hier gestaltet sich jetzt das, bleiben wir beim Lernen oder eben das Studieren und das wird es dann ausmachen, in Freiheit. Und das ist was anderes als das, was ich in der Schule kennengelernt habe. Und so das macht für mich inklusive Hochschuldidaktik und wirklich so ein ursprüngliches Verständnis von Studieren aus. Die Freiheit des Studierens und nicht das Konsumieren von Lernangeboten, aber auch nicht das so stark vorstrukturierte Vorbereiten von Lernangeboten. Die Freiheit des Studierens, die sollten wir einfach nicht vergessen. Und ich habe manchmal Angst in unseren stark verschulten und stark curricular festgelegten Studienverläufen geht die manchmal verloren. Und die Studierenden haben auch gar nicht so eine Chance, sich an dieser zu erfreuen oder diese zu suchen, weil sie eher einem starken Erwartungsdruck ausgesetzt sind. Freiheit des Studierens würde sich aber ein bisschen entfernen von erwartbaren Outputs, würde nicht für Prüfungsleistungen studieren. Ich weiß, das ist so ein Ideal. Die Studierenden suchen dann natürlich auch eine Absicherung. Und ich verstehe ein solches Studieren als, bezeichne das gern als didaktische Umkehrung, weil wir nicht immer wissen können, was hinten rauskommt, was das Learning Output ist. Oder Studieren erweist sich vielleicht sogar ganz besonders darin, dass es auch mal eine Überraschung sein kann, was das ist, was wir dann gelernt haben werden. Und ich möchte abschließend drei Beispiele für eine solche umgekehrte Didaktik oder didaktische Umkehrung zeigen, die für mich eine Orientierung auf Inklusion ausmachen. Das erste ist, sind Kolleginnen bei uns hier an der Fakultät, die gemäß der Forderung nichts über uns ohne uns an der Fakultät und an der Hochschule lehren, sind sogenannte Bildungsfachkräfte, die zuvor in Werkstätten für Menschen mit Behinderung gearbeitet haben und die eine dreijährige Qualifizierung durchlaufen haben und jetzt an der Hochschule Lehrveranstaltungen übernehmen, in denen sie über ihre Lebenswelten berichten, Inklusion vermitteln, so sagen sie das, und sich auch an Fakultätsentwicklung und Forschungsprojekten beteiligen. Und sie sagen, nichts über uns, ohne uns, wenn wir das ernst nehmen, dann können Nicht-Studierende sich auf die soziale Arbeit vorbereiten, ohne dass wir uns da eingemischt und beteiligt haben. Das zweite Projekt, das ich vorstellen will, Hochschuldidaktik in der Umkehrung, ist eine Veröffentlichung, die heißt Die Diagnose Autismus im Spiegel inklusiver Widersprüche. Das Buch ist für mich deswegen umgekehrt Didaktik, weil es von der Bachelorarbeit einer Studierenden ausgegangen ist. Das war eine Bachelorarbeit zum Thema Autismus, die mich sehr fasziniert hat, die ich provokativ fand und über die ich gern weiter diskutieren, studieren, lernen, sprechen wollte. Und ich habe dann mit dieser Studierenden, die dann keine mehr war, die hatte ja abgeschlossen, gemeinsam eine Lehrveranstaltung durchgeführt,
Und die Studierenden sollten alle eine gekürzte Version dieser Bachelorarbeit lesen. Das war der Ausgangspunkt. Und dann daraus eigene Fragen und Spuren entwickeln, über die sie in sehr, sehr gekürzter Form, also es waren nur kurze sogenannte Schriftstücke, schreiben sollten. Das war so das Format der Lehrveranstaltung. Und es sind viele erstaunliche Beiträge entstanden, von denen ich konnte nicht wissen, wohin die Studierenden dieses Thema führen würde. Es gab Beiträge über Pränataldiagnostik, über Elternarbeit, über Fremdheit, also sehr, sehr verschieden. Und wir haben dann eine Veröffentlichung daraus gemacht. Das war der Plan, der dann auch aufging. Das hat uns sehr gefreut. Und den Auftrag, diese gekürzte Bachelorarbeit zu lesen, haben auch KollegInnen aus der Wissenschaft bekommen, aus unserer Hochschule, aber auch aus weit im deutschsprachigen Raum. Und so ist diese Veröffentlichung entstanden und eigentlich eine Auseinandersetzung über eine Bachelorarbeit. Ich finde das insofern umgekehrt, weil sie hier am Anfang stand und nicht am Ende. Und ich glaube, für die Studierenden war es interessant, auch zu sehen, was eine Bachelorarbeit auslösen kann, was am Ende eines Studiums stehen kann und wie das wieder einen neuen Anfang gibt. Und es war natürlich auch sehr schön, dass daraus eine Veröffentlichung entstanden ist. Das dritte Projekt, was ich vorstellen möchte und was für mich auch umgekehrte Didaktik ist, ist eigentlich sogar noch aus dieser Veröffentlichung hervorgegangen. Denn über diese Bachelorarbeit, die mit einem Zitat von Emily Dickinson begann, haben wir eine Schriftstellerin kennengelernt, die in diesem Semester eine Poetikdozentur an der Technischen Hochschule Köln übernimmt. Und das war ein Projekt, was sehr stark von Studierenden ausging, weil in einer Lesung diese Schriftstellerin sehr beeindruckt hatte. Nach dieser Lesung hatte eine Studierende gesagt, Marica Bodrožič lehrt uns ein ganz neues Studieren. Und das ist ein Grund, warum wir jetzt einen Antrag stellen. Und ich glaube, mit dem neuen Studieren meinte sie, dass in dem Lesen eines Buches stößt man, also in diesem Buch war es so, stößt man auf andere Autoren und Schriften, wir stießen auf Mystikerinnen, wir stießen auf politische Fragestellungen und es hat, ähnlich wie es bei dieser beschriebenen Bachelorarbeit auch war, ganz neue Wege aufgezeigt und verfolgen lassen, die eigentlich unerwartbar waren. Und das zeigt sich hier am Beispiel der Literatur, also dass wir ein Buch und eine Schriftstellerin gewählt haben, ganz gut. Also wir sind ein bisschen verunsichert bezüglich dessen, was herauskommen kann, aber wir lassen uns auf eine gemeinsame Reise ein und wir studieren einfach nochmal, wie es aus meiner Sicht im ursprünglichen Sinne als Studieren mal gemeint war. Ich hoffe, dass ich mit diesen Beispielen eine Ahnung davon vermitteln konnte, was für mich Inklusion im Hochschulbereich bedeutet.